Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. So, jetzt habe ich ein anderes Outfit an, weil ich bin ja wirklich die schnellste Imkerin und ich habe eine wunderschöne Frau neben mir. Und es ist eine Frechheit, dass du nicht im Fernsehen arbeitest, muss ich schon mal sagen. Alle kennen sie vom Radio, weil du jeden Tag in der Früh sprichst, fast jeden Tag Lisa Hottwagner. Sie sagt immer den Star durch, ab und zu auch die Blitzer. Ich zeige euch jetzt, wie schön sie ist. Na geh doch, bitte, hallo, grüß euch, ich freue mich total da zu sein. Ja, das ist sie, weil ich verstehe das überhaupt nicht. Du, über das redet man. Ich dachte, Radiomenschen sind immer schier. Geblödsinn! Sagt man das nicht? Geblödsinn! Nein, wir haben dafür sehr schöne Stimmen. Das stimmt immer bei Radioleuten, aber wir Ö3ler sind sehr, sehr scharfe Hasen dabei. So, Lisa Hottwagner, wie ist das eigentlich, wenn dich wer sieht beim Einkaufen oder hört, besser gesagt, erkennen die dich? Erkennt man dich durch die Stimme? Nein, das ist ja der große Vorteil beim Radio. Das ist ja das Schöne. Also erkennen, solange die meinen Namen nicht hören. Also wenn Lisa Hottwagner irgendwo aufgerufen wird oder beim Arzt, bei der Ärztin, da schon. Dann sind sie die vom Radio oder sind sie die von der Fleischerei? Das fragen sie auch gerne. Hottwagner, von der Fleischerei? Ja, da gibt es in Burgersdorf gibt's eine Fleischerei. Und wie lange machst du jetzt schon den Wecker in der Früh? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren? Ja. Aber du bist ja noch nicht so alt. Ich bin 32. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, also mit. Und das heißt, du stehst immer zeitig auf? Genau. Also fast immer. Ich teile mir das mit der Sandra König. Das ist meine Co sozusagen. Ja. Mhm. Das heißt, 2 Wochen im Monat mache ich und 2 Wochen im Monat sie. Und wenn man dich jetzt dann nicht im Radio hört, heißt das auch, du arbeitest nicht oder bist du dann trotzdem dort? Ich habe andere Sendungen. Ah, okay. Ich habe andere Sendungen. Die mache ich dann alleine. Aber im Wecker, das ist schon eine sehr aufgeteilte Sendung. Ja, das ist als Sidekick oder Co-Mod. Robert Kratke, Philipp Hanser. Ja. Ich liebe am Radio, dass es so spontan ist. Ah, weil, ich bis jetzt beim Fernsehen, und alles hat seine Vor- und Nachteile, aber beim Fernsehen ist viel getaktet, viel ausgemacht, viel, das muss jetzt on point sein. On point muss es im Radio auch sein, aber du kannst live reingehen, so Suezkanal wieder frei. Genau, und dann kannst du es einfach durchsagen. Genau. Ja. Wie ziehst du dich an im Radio? Ist das so, wenn du, ich meine, es ist 3 in der Früh, wo du aufstehst, oder 4? Ja, wie schaut man da aus in der Früh? Bist du da gestylt? Nicht so. Ja? Na, doch schon. Wie gesagt, es sind sehr viele schöne Menschen, finde ich, bei Ö3 und da möchte man mithalten können. Die sind meistens auch sehr wirklich? Gut angezogen. Ja, okay. Wir haben sehr, sehr gut angezogene Menschen bei uns. Cool. Und, aber es ist, ich bin ja Mama von einer kleinen Tochter. Ja. Ich muss schauen, dass ich um 19 Uhr spätestens das Ganze ein bisschen zusammengelegt habe, sodass ich weiß, was ich anziehe und dann nur mehr um 3 in der Früh hingreifen, anziehen, hoffen, dass es das Richtige war und nicht das Outfit Schminkst vom Partner. Dann? Ja. Achso, dass das, genau. Wer weiß, ist Hemd das jetzt ein Boyfriend-Jean oder ist das... Genau. Du bist ja echt groß. Also für... Ja. Weil das, ich bin ja schon sehr groß, aber du bist fast so groß wie ich. Ja, 1,80. 20 cm kleiner. Ich finde das total angenehm, dass wenn wir nebeneinander stehen, dass das auf einer Höhe ist. Aber ist das... da kannst du ja super viel anziehen. Oder gibt es was, wo du sagst, mit der Größe modetechnisch bist du da raus? Heels. Ja, ich also, weiß. Also hohe Schuhe. Das ist mir dann schon unangenehm, wenn ich sehe, der kriegt eine Glatze. Also wenn ich das vor dem Mann oder der Frau erkenne, da ist eine lichte Stelle. Ja. Das so dein Lieblingslook, weil du hast jetzt Sportschuhe an. Das mache ich total gern. Ich freue mich auch total, dass gerade die Sneaker so Trend sind, sodass ich mit dem Trend gehen kann, weil sonst würde ich trotzdem Sneaker tragen, aber nicht modisch angezogen. Lange Röcke mag ich total gern. Bei mir ist halt Langgrößen. Ich muss immer Langgrößen kaufen, Hosen, Langgrößen, Röcke, Kleider. Wirklich? Also ich meine, ich bin ja noch größer und ich kaufe ganz normal ein. Really? Ja, ich bin da total... Nein. Also ich würde nie bei Hosen? Speziell... Ja. Würdest du sowas ansehen? Ja. Den Gürtel nicht. Der wäre mir zu extravagant. Ja. Aber das Kleid würde ich total gerne anziehen. Wollen wir tauschen? Ne? Naja, ich weiß, obwohl das würde ich schon auch anziehen. Ja, stimmt. Ja. Wie viele Kleider hast du? Weißt du das? Ich darf es nicht sagen. Sag's mir doch. Ich will verheiratet bleiben. Er schaut das sicher nicht an. Du hast gesagt, dein Mann schaut. Nein, und ich zahle es mir eh auch selber. Also er dürfte überhaupt nichts dagegen sagen. Das ist ja meine Sache. Wie viele hast du? Weil ich habe auch viele Kleider. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Also ich gebe sie dann auch gerne weiter. Wir haben so innerhalb der Familie, ich habe 2 große Schwestern, ich bin die Jüngste, und wir haben dann so einen Tauschkreisel. Das heißt, wenn ich sage, es passt mir zwar noch, aber ich merke, ich habe es jetzt die letzten 6 Monate oder nicht ein Jahr angehabt, nicht angehabt, nimm es doch mal du. Und dann sehe ich es an dir, dann will ich es wieder zurück. Warst du eigentlich immer so klassisch oder gab es dich auch mal als Kunst die Frau mit roten Haaren oder mit schwarzen Haaren? Gab es mich, also schwarze Haare nicht. Es gab mich mal mit blond und drunter pink. Also die unteren Haare, so pink. Ja, genau. Ja. Und blond und braun hatte ich dann auch drunter. Und nur schwarz angezogen, mit Pentagramm-Armband. Wirklich? Und, ja, nur schwarzen Nägeln, nur Metal-Curls.
Echt? Das, ja, ja, ja. Schön, das habe ich jetzt erraten eigentlich. Wirklich? Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir auch vielleicht auch so, so rauskommt. Ja? Also es gibt für mich eine Styling-Vorbildfrau, die finde zwei Gwen eigentlich. Stefani. Richtig. Die finde ich die geilste und die von, warte mal, wie heißt die? Die von, wie heißen die jetzt? Nicht Fergie heißt die, genau. Ja. Von der, wie heißen die Band jetzt? Black Eyed Peas. Genau. Die zwei Frauen, finde ich, sind die geilsten angezogensten Frauen, wirklich. Und wenn ich bei Deutschland schaue, die Sarah Connor, das sind meine Frauen. Wenn du die alle zusammenpackst, das ist mein Lieblingslook. Die sind halt auch schon weiter. Ich finde aber auch Miley Cyrus total cool, weil die so viel ausprobiert. Aber die, das ist doch die, die auf dieser Kugel gesessen ist, halt nackert, oder? Das macht doch nichts. In dieser Corsage, in dieser Latex-Corsage. Hatte sie was gebracht in ihrer Karriere? Ja, aber Lisa Hottwagner, ziehst du Latex an? Das dachte, ja, privat zu Hause. Also, wenn sich jemand wünscht, also na das. Oder wie gesagt, wenn sich jemand wünscht, wirklich? Da kann man mit mir reden, aber. Wirklich? Aber Latex, na. Bravo! Ich glaube, ich habe alles, oder? Ja. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Yay! Das war keine Frage falsch. Das sind meine geheimen, vorbereiteten Fragen. Ja? Sehr schön, sehr schön. Ja, super. Test bestanden. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.